Morgen, meine Freunde. So, Versuch 2. Heute werden wir wieder eine Reise starten. Ein bisschen mit der 9-Euro-Ticket. Schauen wir mal, wo es hingeht. Ich finde mich schon in Berlin, Lichterfelde, Ostpfalz, das manche kennen. Und warte eigentlich bloß auf meinen Zug. Freunde, was soll ich euch erzählen? Wie immer komme ich an, schönes Wetter. Befinde mich jetzt in der Uckermark, genauer gesagt eigentlich in Fürstenberg an der Havel. Ich bin natürlich nicht ohne Grund hier, Freunde. Ihr wisst ja, wir müssen natürlich noch Lost Places und Overnighter machen. Alles all inclusive heute. Und wie ich ja immer, was ich eigentlich sagen wollte, wie immer ist, ich komme an, Bombenwetter. Die ganze Zeit klimatisiert gefahren und hier eine Hitze. Aber was willst du machen? Gut. Werde ich mich mal langsam so ein bisschen orientieren und dann wird unsere Reise losgehen. Mal gucken, was wir hier schön finden. Erstes Objekt sehe ich schon. Weiß ich aber noch ja nicht so richtig, wie ich hinkomme. Das sehe ich von hier schon. Würde ich mir am liebsten natürlich aber auch gleich angucken. Naja, das kriegen wir schon noch raus. Freunde, wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir uns natürlich auch alles an. Gucken wir uns hier mal so ein komisches, ich denke mal von den Russen, so ein Ehrendenkmal an oder so. Ich bin hier gerade in so einem Park. Eigentlich bis jetzt ganz hübsch die Stadt hier, wo ich mich gerade rumtreibe. Und mal gucken, was man hier noch so sieht. Wie kommt man da ran? Naja, werden wir ja gleich sehen. So, da haben wir das Denkmal. Hier ist ja nicht, ob wir da. Ja doch, da ist ja in England. Die wo keine Raterien haben. Gucken wir uns das doch mal an. Wie gesagt, wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir uns auch alles an. Wie ist ja die Tür offen? Gucken wir denn, was steht denn alles drauf? Ist halt irgendwas von den Russen auf jeden Fall. Ja, war irgendein Werk für irgendwas, fragt mich nicht für was. Aber das habe ich schon gesehen vom Weiten und da müssen wir rein. Hilft ja nichts anderes. So, ich stehe auch schon davor, wo ich hier gleich rinschießen werde. Und ich werde euch auch gleich zeigen, wie das aussieht. Hier hat man schon mal so ein bisschen eine Ansicht von außen. Ja, es sieht schon wieder alles doch ziemlich zerstört aus. Aber ich habe schon vom Weiten die beeindruckenden Gebäude gesehen. Das wird man ja wahrscheinlich gleich nochmal genauer sehen. Und da müssen wir rein. Ist ja klar. Hier ist irgendwie ja keine Menschenseele hier, aber soll mir auch recht sein. Da sieht er schon so ein bisschen offen, da muss ich dann natürlich auch hin. Da ist auch keiner, so muss das sein. So gefällt mir das. Na gut, wie gesagt, bis gleich. Ich werde da gleich mal. Steht denn da ein Baucontainer? Na gut, das
Vielleicht haben die ja selber schon angefangen zu bauen hier. Hält, ist mir egal. Müssen wir trotzdem rennen. Schon beeindruckende Gebäude eigentlich. Vor allem nur sau hoch. Meine Fresse. Muss man noch eine andere Perspektive finden, wo man das denn genau sieht. So, Freunde. Schauen wir uns noch ein bisschen um hier auf dem Gelände. Hier nochmal die Gebäude. Dann müssen wir da rein. Schauen wir mal. Mal so sehen. Noch Wohnhäuser. Hier ist natürlich auch genau der Eingang, wo wir hier sehen werden. Jetzt hier. Wie immer alle zerkloppt. Oh, das ist ja süß. Das ist nur ein kleines Räumchen hier. Naja, aber es ist nicht so schlimm. Wir gucken uns ja noch ein bisschen weiter um. Wirklich keine Ahnung, was das mal war. Und welche dubiosen Schächte. Wer weiß. Mega Gebäude. Aha, da ist das Wasser. Auch schön. Wird man leider aber auch schön sehen. Geil, sieht man jetzt aber auf der Kamera wahrscheinlich auch nicht, ne? Aus wieder. War jetzt schon gut kaputt, ja. Was auch immer das hier alles ist. Wie sieht's denn hier? Oh, das ist mir scheiße, ja. Guck mich ja trotzdem um. Auf jeden Fall haben wir schon die ersten gesehen. Die Anwohner wieder, so ein Rentner, die eigentlich ankreisen. Jetzt sind wir auch wieder alles richtig kaputt. Hier. Alles voller Mücken. Hier ist auf jeden Fall schon genug Schaden. Ja. Was war denn hier? Das finde ich gar nicht. Was? Ferkelzuchthalter? Mhm. Gebäude. Was ja, war das mal? Alte Fahrer. Wie jetzt im Wasser. Ich
hier aus? Nee. So, ein Zaun rum. Alles voller Mücken, nur. Ich habe mich zwar eingesprüht, aber. Hier ist der Geier. Hier ist schönes Wasser, ich komme aber auch nicht so klar hin. Jetzt nicht hier lang. Ich spüre hier wirklich alles voller Mücken rum. Ah. Hier kommt man auch ins Wasser rein. Wo ihn aber auch jeder sieht. Wenn man kaputt und alles ist. Da kannst du ja nicht hoch irgendwo. So kaputt hier. Ja, und hier ist schönes Wasser. Scheint sich öfter mal welche rumgetrieben zu haben. Schöner See. Ja, das ist eigentlich eine schöne Region, wo ich mich hier gerade rumtreibe. Ja, da ist ja auch alles völlig zerstört. Ja, das ist aber auch kaputt. Wahnsinn. Aber die Gebäude sind beeindruckend. Hier sieht man auch noch mal schön die Gebäude. Aber so wirklich mit Ringen werde ich mir sein lassen. Die sind nämlich extrem baufällig. Die sind schon ziemlich gut kaputt. Schon krass groß. Ach, wo geht's denn da hin? Aha, naja, da kommen wir noch hin. Mal gucken, wo wir hinkommen. Meine Fresse. Das wäre ja sowieso wieder nichts für mich mit der Höhe da. Wenn ich das so sehe. Für Schächte hier. Die war auch massiv gebaut. Stahlbeton. Keine Ahnung, was sich hier abgespielt hat. Was ist da? Jetzt da drin? Passt da auch, ja. Wo hier eine gute Treppe hoch geht eigentlich. Naja, hier würde man wahrscheinlich bis ganz da oben kommen, aber ey, wenn ich mir die Höhen so angucke, da hängt doch wieder
Der kriegt da wieder Pipi. Ist das hier alles? Also Freunde, ich bin ja heute mal alleine unterwegs, ohne den Alex. Und ich muss sagen, bei dem Gelände ja nicht so angebracht. Hier kannst du ja jetzt schnell Scheiße bauen. Da überall Löcher und was weiß ich nicht alles. Kann ich hier ausdrucken? Keine Ahnung, eine Stroh. So, wo komme ich denn jetzt hier lang? Nicht da lang. Keine Ahnung, Freunde, wo der Weg so lang, wo ich die Brücke lang muss. Müsst ihr mich so erschrecken, die scheiß Tauben. Ich hab halt einen Herzstillstand gekriegt. Jetzt hier irgendwie da rüber. Welche Kellerräume? Oha. Nee. Post war gerade hier und hat Post eingeworfen. Oh gut. Anscheinend will man hier irgendwann mal anfangen mit Bauen. Was hier mitmacht, Leute. Aber ich werde die Länder wahrscheinlich auch demnächst verlassen, weil die wollen ja glaube ich anfangen mit Bauen und ich finde ja immer, dann hat man nichts mehr zu suchen. Und das ist ja auch alles sehr, sehr baufällig. Aber schon krass irgendwie. Diese hohen Gebäude. Ja, wie gesagt, Freunde, ihr seht es am Hintergrund noch ein bisschen. Ich werde das Gelände dann aber auch hier verlassen. Haut drin, macht's gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Arrivederci.